Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel. Und es geht endlich los, es geht endlich los. Ich verfüttere Leute an Shatawa. Ich hole deren Seele. Wisst ihr was? Es ist schon wieder passiert. Das Buch ist weg. Das Buch ist weg. Und ich habe kein neues bekommen. Ich habe noch kein neues bekommen. Hier, das ist dieses Fragezeichenbuch, wo nur mein Name drin steht. Von wem das geschrieben ist. Keiner weiß. Ist mir egal. Aber Freunde, es sind sehr viele Sachen im Hintergrund passiert, von denen ihr gar nichts erfahren habt. Und ja, vielleicht wird es dem einen oder anderen auffallen. Aber hier fehlt definitiv auch was in dem Video. Aber ich kann euch auch auf jeden Fall noch gar nicht verraten, wieso das so ist. Es passieren hier ganz komische Dinge. Ich bin Shatawas Untergebenen. Und ja, ich möchte euch gerne mal was präsentieren, was im Hintergrund passiert ist. Ihr werdet aus dem Staunen nicht herauskommen. Aber zum Thema Seelen für Shatawa vorbereiten, ja. Beule ist da auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Kandidat. Denn er macht alles richtig. Ja, das ist richtig so. Ich muss jetzt gerade mal ganz kurz zu Pishta gehen, denn im Hintergrund habe ich ganz viele Sachen gemacht. Das habt ihr bestimmt bei allen anderen Videos gesehen von den anderen Leuten, was ich so alles treibe und so. Ich kann halt leider nicht alles zeigen, weil wenn ich alles zeige, dann ist es vorbei. Deswegen lasst mich mal kurz hier zeigen, was ich mit Pishta auf jeden Fall angestellt habe. Das finde ich nämlich super unterhaltsam, das kleine Äffchen im Gehege. Wie lange dauert das bitte? Wo ist Pishta? Pishta! Pista! Ich komme jetzt zu dir. Hallo? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Hallo? Hallo? So, ich brauche jetzt erstmal deine Seele. Deine Seele. Oh, Pista, das ist gut, dass du dich das nicht getraut hast, dass du einfach rausgeht, Freunde. Das sieht doch ganz lustig aus wie ein Äffchen im Zoo. Ich will deine Seele. Shatawa gefällt das, Shatawa gefällt das, Shatawa gefällt das, Shatawa gefällt das, Shatawa gefällt das. Pista, wie geht's dir denn hier? Hero, lass mich jetzt hier endlich raus. Weißt du was, ich baue das Bett jetzt, aber jetzt hast du keine Chance, haha. Oh ja, ganz toll, ganz toll. Dann wirst du halt deine Sachen nie wieder bekommen. Nie wieder. Tu das Bett wieder hin! Okay, okay, okay. Oh mein Gott, es tut mir leid. Lass mich aber jetzt wieder raus, Kiro. Was ist denn los mit dir? Okay, weißt du, was mit mir los ist? Das geht dich eigentlich gar nichts an. Aber Shatawa ist mein Herrscher. Wer ist Shatawa? Wer ist denn bitte Shatawa? Shatawa. Er hat mit mir gesprochen. Er hat mit mir gesprochen, Pista. Checkst du das, Alter? Aber, du hast bestimmt Fragen. Ich beantworte nun deine Fragen. Wieso hast du das alles gemacht? Wieso ich? Wieso hast du mich verarscht? Wieso hast du mich eigentlich so veräppelt 3 Tage lang? Du hast dich 3 Tage lang als Mira ausgegeben und... Ja, erzähl mir das jetzt! Was ist das? Erzähl mir das jetzt, verdammte Kacke, nochmal! Ja, Pista, da hast du recht. Ich habe dich hinters Licht geführt, aber für etwas... Moment, Shatawa verlangt deine Seele! Hä? Komm her, komm her, komm her! Guck mir das nicht an! Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Warum tötet er mich die ganze Zeit? Sehr gut. So, hör mir zu. Warum ich das gemacht habe, der Prank... Komm her, wenn ich mit dir rede! Guck mir in die Augen! Warum ich das gemacht habe, fragst du dich sicherlich. Das ist eine sehr gute Frage, sage ich dir jetzt an dieser Stelle. Also erstmal habe ich dich geprankt, weil wir beide uns ja eigentlich ziemlich gut verstehen, würde ich behaupten, ja? Das war ja bis zu dem Zeitpunkt auch so. Weißt du was? Nein, Kiro! Nein, nein, Kiro! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Sei leise, wenn ich rede! Nein, du kannst mir nicht meine Meinungsfreiheit oder so aussprechen. Hallo, ich hab hasse gesagt, dich. Sei leise, wenn ich rede. Renn. 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 So, hast du's jetzt, du bist, ja? Hörst du mir jetzt zu? Verrückt, du bist verrückt geworden. Nein, ich bin nicht verrückt. Du bist verrückt im Kopf. Verrückt,
kennt er mich, Freunde? Nein, hör mir zu. Wir haben uns verstanden. Ich habe ein bisschen Spaß gemacht. Wir waren ganz dicke Freunde eigentlich, fand ich auch so. Aber plötzlich fängst du damit an, so eine komische Aura zu haben. Und ich habe mich versucht zu erinnern. Bei wem habe ich diese Aura schon mal gespürt? Wer kommt da in Frage? Was kann das sein? Und dann hat es mich getroffen, wie der Blitz beim Kacken. Und es war eindeutig. Es war Tobi, bei dem ich diese Aura einst gespürt habe und bei dem ich sie immer noch spüre. Und jetzt gerade in diesem Moment spüre ich sie bei dir auch schon wieder, Pista. Was ist das? Das ist die Sonnenkrieger-Aura! Das ist die Sonnenkrieger-Aura und ich bin Sonnenkrieger-Filmmacher! Was ist das, Alter? Das ist... Auf der kompletten Insel werden bloß die ganzen Loser, werden hier so langsam selektiert. Du bist verrückt, Kiro. Du bist nicht der Kiro, den ich kenne. Du bist komplett kaputt im Kopf. Wer ist dieser Shatterwa? Shatterwa ist mein Meister. Wer ist Shatterwa überhaupt? Ich habe mit ihm gesprochen. Du kannst auch gerne mit ihm sprechen, früher oder später. Wir können das alles klären. Ich will nicht mit ihm sprechen. Hier, ich will nicht mit ihm sprechen. Oh, danke schön, dass du mich... Ich will nur deinen Kopf! Lass mir deinen Kopf! Lass mir dein... Pista! Gib das! Ah, du weißt, hol es dir! Ich hol es mir so oder so, also... Das ist ein originaler Kopf! Getötet von Kiro de Chico! Guck mal, was ich mit deinem Hühnchen mache! Guck mal, Hühnchen! Schmeiß hier weg in der Ecke! Drecksmüllhühnchen. Ja, du bist ja wirklich super, super, duper stark, Mann, Alter. Du bist so cool, Alter. Oh mein Gott, hinter dir schneit's gerade sogar, so cool wie du bist. Pista! Die Sonnenkrieger-Aura also. Hör auf, das ist schon lustig, wie du... Schau in das Gesicht deines Schöpfers! Ja, ich bin mein eigener Schöpfer. Ich hasse dich! Hiro! Weißt du was? Ich merke das auch selber, dieser Höllenkrieger-Aura, diese widerlich, die widert mich an. Deine Aura widert mich an. Weißt du, Kiro, wir sind keine Freunde mehr. Du bist neidisch, heute... weil ich Savage trage und du billiges Gucci-Parfum. Hör mir mal zu, weißt du was, Kiro? Mhm. Wir waren Freunde, ab dem heutigen Zeitpunkt sind wir keine Freunde mehr. Das ist jetzt vorbei zwischen uns. Freunde, habt ihr das gehört? Mein Herz wurde gerade gebrochen. Okay, das muss ich dir nie verzeihen. Weißt du was? Ich werde niemals verzeihen, dass du mich verarscht hast und mich jetzt auch hier... Freunde halten sich nicht gefangen. Ich sehe dich auch hier? Nicht mehr als mein Freund, seitdem du diese Aura hast. Ja, ich sehe dich auch nicht mehr. Wer von euch kriegt doch diese Aura? Wer ist bei euch in den Sonnenkriegern? Sag ich dir nicht. Ich weiß, wo eure Base ist. Okay. Wer hängt damit zusammen? Tobi und ich nur. Und warum ist dann Kianis die ganze Zeit da auch? Weil Kianis ein guter Freund von uns ist, vielleicht? Ist ein guter Freund. Weißt du was? Guck mal, was ich jetzt mache hier. Guck mal. Yam. Lecker rohes Hühnchen. Ich hab gerade deinen Bruder gegessen. Guck mal, was ich mit deinen Brüdern mache. Zwei Schläge. Ich hab einfach deinen Bruder gegessen. Fühlst du dich jetzt stark? Ja, fühle ich. Was denn jetzt? Hä? Was denn jetzt? Danke. Danke dir. Wir sehen uns. So, Freunde, welche Seele holen wir uns als nächstes? Ich glaube, dieser Fake-Höllenkrieger Stace sollte auch mal die Zelle von innen sehen. Habt ihr auch dasselbe Gefühl? Lasst auf jeden Fall einen Kommentar und ein Like da, wenn ihr das auch so seht. Weil ich habe vor, hier ein bisschen für Recht und Ordnung zu sorgen. Dass Shatterwa auf jeden Fall weiß, wer hier sein bester Untergebener ist. Und das möchte ich sein. Weil ich möchte die rechte Hand von Shatterwa sein. Und das Wichtige ist, wenn ich schon mal gesagt habe, dass ich weiß, wo die Sonnenkrieger-Base ist oder was auch immer die da gebaut haben, dann kann ich euch das nochmal im Detail zeigen. Ja, da hat sich auch einiges getan anscheinend und ich möchte gerne wissen, was es da gibt, was man da tun kann. Und ich will alle einfach mal besiegen. Ich will jeden Kopf sammeln, den es auf der Insel gibt.
Leider habe ich den Kopf von Tobi nicht mehr. Einmal, weil ich ihn durch das Ritual von diesem Altar, wo ich mit Shatau reden kann, schon verloren habe. Und dass mir Tobi hilft, habe ich ihn ja auch schon verloren. Bedeutet, Freunde, das ist überhaupt nicht gut, was hier passiert. Ich muss früher oder später nochmal Tobis Kopf irgendwie besorgen können. Ja, ja, das muss ich, das muss ich, das muss ich, das muss ich. Okay, Freunde, ich mach mal hier ganz kurz einen Cut, denn ich muss noch warten, bis ein paar mehr Leute online sind. Jetzt gerade sind ja so gut wie keine von meinen ganzen Freunden online, dass ich hier mal aufmischen kann, um zu sagen, was hier eigentlich passiert. Und deswegen würde ich sagen, reden wir gleich mit einem der weiteren Kandidaten, die Shatawa für ihre Seele benutzen muss. Ja, ja, Freunde, wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich, wir sehen uns gleich. Freunde, ich fliege auf jeden Fall schon mal zu dieser Sonnenkrieger-Base von denen. Vielleicht ist ja Kianis auch schon da. Er ist auf jeden Fall online. Oh, ich habe keine Raketen mehr, das ist jetzt doof. Moment mal, ich muss hier gleich mal eine Zwischenlandung machen. Ganz kurzen Moment, das geht hier gar nicht. Ich muss unbedingt wieder Raketen rankriegen. Oh, habe ich meine Raketen? Da habe ich Raketen. Oh nein, ich muss bald wieder welche farben. Das ist gar nicht gut. So, einmal wieder dahin, dann die Raketen hier hin, dann mein Essen hier hin. Es muss alles schön sortiert sein, Freunde. So, jetzt geht's aber weiter mit dem Flugsimulator. Und hier ist die Sonnenkrieger. Aber es sieht sie nicht prächtig aus. Ich finde, die Höllenkrieger würden auf jeden Fall mehr davon haben. Beziehungsweise, wenn das für Shatawa gedacht ist. Ich höre Kianis. Da unten, da unten, da unten ist er. Majestät, meine Majestät, meine Majestät. Richter, du musst mich doch nicht so nennen, Bro. Was geht? Alles gut. Nenn dich Majestät, Shatawa ist die einzige Majestät, wenn dann überhaupt. Ich wurde eingesperrt von Kiro und irgendwas ist falsch mit ihm. Also ich hab, guck mal, das wissen Sie, ich habe richtig einen richtigen Hass auf Kiro, meine Majestät. Wir müssen erstmal vorstellen. Redet er über mich? Er hat irgendwas gesagt, Shatawa, Shatawa. Er braucht meine Seele für Shatawa. Ich hab das schon von Tobi gehört, dass der irgendwie irgendwelche Probleme macht und so. Hört, wie sie über mich lästern! Meine Majestät, Sie müssen das vorstellen, dass er komplett auf den Kopf geworden ist. Er hat einfach nicht mal alle Tasten im Schrank, könnte man auch gut Deutsch sagen, meine Majestät. Aber wissen Sie was? Mann, Pischter macht mich sauer! Bro, ich meine, wir haben ja eh einen Hass auf die Hände. Ich hab von Tobi gehört, dass da irgendeine Dämonen hat oder so. Was wollen wir dagegen tun? Ich habe keine Ahnung, meine Majestät. Ich versuche wirklich mein Bestes, irgendwie gegen ihn anzukommen. Und am Ende, wo ich eingesperrt habe, hat er gemeint Danke und hat einfach eine Schalterkiste mit meinen ganzen Sachen gegeben. Einfach so, aus dem Nichts. Du hast deine Sachen wieder. Ich habe meine kompletten Sachen wieder. Alles rum und dran habe ich da. Ja, die hat er bekommen, weil die Seele hat geschmeckt. Das heißt, muss mal kurz überlegen. Würdest du mir damit sagen, dass der Typ verrückt geworden ist und dir seine Sachen wiedergegeben hat. Ja, und hat gemeint, dass er mich hasst und er die Aura gespürt hat von den Sonnenkriegern. Ja, richtig, das habe ich auch gespürt. Und deswegen er so komisch zu mir geworden ist. Bro, ich sage dir, guck mal, das ist genau das, was ich meine, Bro. Hä? Hallo? Nein, das ist der. Kiro, was machst du hier? Warum lässt er dir so über mich? Scheißt du rum? Bro, ich sag was dir, ist hier der Plan von euch? Was ist der Plan? Was ist der Plan? Was ist der Plan? Digga, der Typ ist verrückt geworden. Ich hab ich doch gesagt, meine Majestät. Kiro, was willst du hier, Mann? Es reicht doch langsam. Ich will was eure Seelen für Shatawa besorgen. Warte mal ganz kurz. Nimm das mal lieber. Ja? Hey, Kiro. Was machst du eigentlich, wenn man dich mit deinen eigenen Kindern bewirft? Ja, das macht mir nichts mehr aus, ja, eure komischen Scharaden, Gemeinheiten und so alles drum und dran. Ich habe mal so eine kleine Frage, wieso baust du eigentlich an dieser Base herum, wenn Pischta nur meint, dass ihr nur Homies seid und du gar kein Sonnenkrieger bist und so Zeugs, Bro, und so, dass es nur Tobi und er ist? Also ich sag dir ehrlich, da hat Pischta dich echt nicht angelogen. Ich bin leider, also jetzt, wenn du eh schon über die Sonnenkrieger Bescheid hast, muss ich dir wirklich sagen, da erzählt Pischta komplett die Wahrheit. Ich bin leider kein Sonnenkrieger, so sehr ich es auch wollen würde. Bin ich nicht, aber ich war derjenige. Aber er ist unsere Majestät. Aha, eure Majestät. Aber ich sage dir, Kiro, wir haben einen Streit gehabt, du und ich. Der Streit hat sich jetzt geklärt. Ja, ich habe noch nicht diesen krassen Hass auf dich, so wie die das haben. Aber ich verstehe nicht, was dein scheiß Problem ist. Ja, das verstehe ich. Ja, Shatawa braucht Seelen. Junge, Bro, keine Ahnung, was Shatawa ist. Das Einzige, was du brauchst, ist ein Arzt, Digga. Retalk und warte, 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 warte. Wer ist das denn? Hallo, ich bin Pischta. Pischta, egal, lass ihn. Nicht, lass ihn ruhig machen. Lass, guck mal. Ja. Pischta! Ja.
Ich hol mir deine Seele einfach wieder! Komm! Nein. Mach das! Ich nehme euch beide einfach! Gar kein Stress! Ich hasse dich, Kiro! Ich hasse dich! Na, mach das runter auf dein Niveau! Da, komm zu den Hellkriegern runter! Nein! Ab in den Nether mit euch! Lasst ihr meine Majestät in Ruhe! Und noch mehr, Lasst ihr meine Majestät in Ruhe! Nichts da, ich hol mir jetzt eure Totems einmal! Deswegen hast du auch eine bekommen, Alter! Du genauso! Was glaubst du, wer du bist? Der beste Freund der Sonnenkrieger! Was glaubst du, wer du bist, Mann? Kurz essen, ganz kurz, ja, danke schön. Für die Essenspause hat geschmeckt. So, wir machen weiter mit einer Werbeunterbrechung. Sein Totem habe ich geholt. Jetzt bist du dran. 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 Meine Reise geht heute ab. Warte ab, warte ab. Nein, dein Totem gehört mir. Dein Totem gehört mir. Ja, das ist sowas wie die Pre-Seele. Verstehst du das? Verstehst du das? Ein Vorgeschmack. Ich glaube, ich muss noch warten. Shatama will noch mehr. Will noch mehr. Will noch mehr. Josef, Josef. Hol dir sein Totem, Josef. Kurz Essenspause. Ey, wir haben ihn gleich, Pister. So, gar nichts habt ihr außer Zappelack. Hey, was haut der ab? Pister, du bist kein Gegner für mich. Du hast Lass kein mal meine Zähne in Ruhe. Lass mal meine Zähne in Ruhe. Nein. Oh, ich hab zu weit geworfen. Ich muss mal wieder Zielwasser trinken. Hast du verstanden? Zielwasser, Zielwasser, Zielwasser. Was ist mit Zielwasser los? Oh mein Gott, Patrick Star. Patrick Star ist hier. Oh, komm her, komm her, komm her, komm her. Pista greift dich an. Außer Sinn. Nein, Josef, Josef, hilf mir, sein Totem zu holen. Hilf mir, sein Totem zu besorgen. Hey, wo ist er schon wieder hin? Pista, lass mich mal in Ruhe, du nervst voll, Alter. So. Er ist weg. So, da nach oben, 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 da nach oben. Meine Majestät, hauen Sie einfach ab, hauen Sie einfach ab. Vertrauen Sie mir, hauen Sie einfach ab. Komm her, ich will dein Totem, ich will dein Totem. Ich will dein Totem. Gib mir dein Totem. Was heißt das, Pause? Erstmal. Champagner. So. Komm her, komm her. Ich kombo dich jetzt aus deinem Leben. Einzige, was du kombos, ist dein Kombo. Hey, lass meine Majestät in Ruhe! Hey! Warum reden wir lass meine Majestät in Ruhe! Ja! Lass meine Majestät! Hau ab! Hau verdammt nochmal ab! Gegen diesen Scheiß. Wenn du mich nicht mehr angreifst, dann gehe ich jetzt auch ganz friedlich. Verschwinde. Danke, Freunde, danke. So, das wäre erledigt. Nochmal ein kleiner Vorgeschmack. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen warten. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas Weg mit dir jetzt, Mann! Ich hab's doch die ganze Zeit gespürt, was hier eigentlich vor sich geht. Freunde, wen soll ich am besten noch holen? Was muss ich noch machen, dass Shatawa zufrieden ist? Vielleicht sollte ich am besten mit Shatawa selber reden, weil ich krieg gar keine Bücher mehr. Ich sollte ihn fragen, was mit den Büchern auf sich hat. Warte mal, in welche Richtung ist das? In die Richtung, aber ich sollte meine Rüstung kurz noch reparieren. Freunde, ich mach nochmal einen Cut, bis ich meine Rüstung repariert habe und dann geht's direkt zu Shatawa. Alles klar, bis gleich, Freunde. Okay, Freunde, ich bin jetzt direkt aus der Enderman-Farm gekommen. Die Rüstung ist wieder komplett ganz. Ich muss natürlich hier noch meinen ganzen Müll wegmachen. Und jetzt fliegen wir einfach direkt zu Shatawa. Und da möchte ich da mit ihm reden. Ich will nämlich wieder eine Aufgabe bekommen. Ich möchte wieder ein Buch erhalten, Freunde. Das kann so nicht weitergehen, dass ich einfach kein Ziel jetzt von Shatawa bekommen habe. Es kann nicht sein, dass ich einfach so ziellos irgendwelche Seelen besorge, auch wenn der Kampf auch sehr, sehr lustig und unterhaltsam war. Das hat mir einfach super duper gefallen. Freunde, wir gehen einfach zu Shatawa. Ich habe das immer noch abgespeichert unter Theorie, aber eigentlich müsste ich es abspeichern unter mein Zuhause. So, wir fliegen weiter immer Richtung Shatawa. Das freut mich einfach so sehr. Ich bin so gespannt. Vielleicht hat er überhaupt keine Kraft, mit mir zu reden. Wir finden es auf jeden Fall gleich heraus. Einmal eintauchen und noch weiter schwimmen. Es geht gleich zu Shatawa. Ich bin so gespannt. Beule habe ich ja auch dahin geführt. Wie gesagt, es passieren sehr viele Dinge im Hintergrund, von denen ich euch das gar nicht zeige, obwohl ich das mit eigentlich aufnehmen müsste. Aber jetzt gehen wir hier runter und warten nicht mehr so lange. Und... wir sind wieder da!
Wir sind wieder da, wo ich mit Shatama reden kann. So, okay. Ich hoffe, Shatama, dass du da bist und dass du genug Kraft hast, um mit mir zu sprechen. Deswegen... Shatama, Shatama, Shatama! Schön, dich zu sehen, Kiro. Ja. Schön, dich auch zu sehen, Shatama. Oh mein Gott. Ich habe eine Frage. Ich weiß, dass deine Kraft limitiert ist, deswegen halte ich mich kurz. Wieso habe ich kein Buch erhalten, nachdem du mein Buch weggenommen hast? Ich will eine Aufgabe erhalten. Ich muss irgendwas tun. Die nächste Aufgabe wirst du noch früh genug erhalten. Oh, das ist schön, ja. Hilf den anderen Höllenkriegern. Okay. Schon bald ihren Teil erledigen müssen. Okay, das klingt gut, das klingt gut, das klingt gut. Okay, ich soll den anderen Höllenkriegern einfach helfen, Freunde. Danke dir, Shatama. Ich weiß nicht, danke einfach, dass du mich nicht hängen lässt, dass ich immer was zu tun habe, dank dir. Oh mein Gott, okay, Freunde, ich muss den anderen helfen. Haben die etwa auch ein Buch bekommen? Könnt ihr mal von den anderen Höllenkriegern die Videos abchecken, ob sie vielleicht irgendwelche Hinweise oder sogar noch besser Bücher bekommen haben, weil dann helfe ich ihnen super gerne. Dann habe ich einfach was zu tun den ganzen Tag und werde währenddessen einfach nebenbei ein paar Seelen besorgen für Shatama. Das wird einfach super, super toll. Okay, dann fliege ich jetzt erstmal zurück und schaue nochmal in Höllentown nach, vielleicht, ob irgendwelche Leute ihre Aufgabe schon haben. Weiß nicht, dann ist das auch nicht so schlimm, weil dann machen wir es trotzdem einfach. Wir werden alle besiegen, die uns in die Quere kommen. Okay, hier haben wir noch Unheil 4. Gibt es hier vielleicht irgendwelche Hinweise? Da sind ja zum Beispiel noch Kisten oder so. Moment mal, was ist da drin? Gar nichts. Ich weiß, dass es hier einen geheimen Raum gibt. Wieso auch immer. Hier ist nämlich ein Pisten. Ich will davon eigentlich gar nichts wissen. Aber ich... Boah, ist das nicht hier schön? Ich glaube, das könnte ich hier mal abbauen. Das könnte Shatama mal gefallen, dass ich ihn irgendwelche Sachen einfach mitnehme und ihn schenke. Ich glaube, als nächstes, Freunde, muss ich definitiv Opfergaben bringen an diesem Altarplatz, wo ich mit ihm sprechen kann. Vielleicht nehme ich einfach irgendjemanden mit und kill ihn vor seinen Augen. Vielleicht ist das gut für Shatama. Vielleicht kriegt er dadurch Kräfte. Das wäre einfach super, super toll. Das würde mich extrem freuen für Shatama, wenn er dadurch irgendwelche Kräfte erhalten könnte. Das wäre sowas von nice. Okay, Freunde, dann würde ich aber behaupten, an der Stelle, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt oder ähnliches, dann zeigt es mit einer positiven Bewertung. Lasst ein Abo da und haut die Glocke komplett kaputt. Ha 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 ha!